Was sagt eigentlich der alte Sucher von Gryffindor dazu, dass wir seinen Posten übernommen haben? Kann doch gar nicht so gut rüberkommen, oder? Gut. Wir müssen dann jetzt als nächstes zu Hagrid. Der hat uns was zu erzählen. Warte. Ist hier noch was? Guck mal, jetzt ist die Kiste wieder weg. Das ist so komisch hier. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Können wir weitergehen. Okay. So, und ich frage mich ernsthaft immer, wenn ich diesen Weg hier langlaufe, muss das Hagrid auch immer durchmachen? Ich meine, so ein Riese wie er, ich glaube, der passt noch nicht mal durch den Baumstumpf hier. Sportlich, sportlich, mein lieber Hagrid. So, kleines Secret für euch hier. Digga, willst du mal... Ah, geht doch. Kann ich euch gleich zeigen. Und zwar hier gibt es auch nochmal einen Geheimgang. Und ich glaube, hier gibt es keine Karte drin, weil das ist schon ein recht schwieriger Geheimgang und hier hätte man sicherlich als Kind die Karte meistens übersehen. Oh, jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Schaden gerade gefressen bei Draco Malfoy, weil wir ständig irgendwo gegengeflogen sind. Ja, die Steuerung ist aber auch, ne? Bisschen was für sich, also man merkt, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist. Beim Fliegen merkt man's. Eieiei. Okay, okay. Passiert. Ich darf auch mal Leben verlieren. Ich bin halt zum Faul zum Zaubern. Die armen Tiere auch nicht quälen, wisst ihr? Ich habe keine Lust, dass sie Schmerzen durch mich erlangen. Aber einen Schokofrosch würde ich gerne jetzt nehmen. Irgendwann. Boah, wie fett die Dinger sind. Hä? Haben wir jetzt gerade mit Alohomora den... Ah, perfekten Schokofrosch. Mit Alohomora den Busch weggemacht. Alles klar. Sehr nice. Alles klar, bloß festhalten, Harry. Ah ja, stimmt. Später gibt es auf jeden Fall noch ein Secret, wo man alle Schnecken ausschalten muss. Da muss ich dran denken. Doxies. Doxies 1, 2 und 3. Tschüss, weg mit euch. Oh. Ich hasse es, wenn Harry immer so seitwärts springt. Harry macht das, was er will. Zack. Zack. Und hier ist auch nochmal eine Kiste drin, ne? Der andere Weg ist genau der gleiche, nur dass man hier nicht an der Kiste dann rankommt. Ja, und hier müssen wir aufpassen, weil Harry kann nicht schwimmen. Der ist ja auch gerade erst neu in Hogwarts, ne? Da lernt man sicherlich noch schwimmen. Ich weiß nicht, ob es schon Schwimmunterricht gibt. Jemand darum gekümmert hat, dass die Leute auch hier schwimmen lernen können. So, und hier ist der Weg, den wir gerade schon unten eingeschlagen haben. Incendio! 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 Wir müssen erstmal alle Schnecken betäuben und dadurch ist ja auch ein kleiner Block nach oben gefahren. Was auch nochmal ein kleines Secret gibt. Ich glaube, hier gibt es nochmal zwei Karten zu holen. Am Ende. So könnte es ausschauen. Da ist auch nochmal eine Kiste gleich unten. Ist hier eine Karte? Jo, sehr schön.
Er sieht aus wie Merlin, oder? Nee, das ist nicht Merlin. Hundertprozentig nicht. Bin so schlecht, was Zauberer angeht. Vielleicht gibt es ja auch welche Potterheads unter euch, die sofort die Karte hier erkennen würden. Müssen wir die im Großformat nochmal anschauen. Hier gibt es auch nochmal einen kleinen Pfeil. Ah, da sind ein paar Bohnen drin, okay. Aber hier gibt es nochmal eine Karte zu holen. Auch ein schöner Geheimgang, wie ich finde. Mit dieser Tropfsteinhöhle. Ja, geht sogar noch weiter. Harry muss ordentlich viel klettern hier in dem Spiel. Schön, oder? Einfach nur schön. Mit dem Wasserfall. Die nächste Karte. Die kann man zum Glück nicht runterfallen. Da haben sie eine unsichtbare Mauer vorgemacht. Oh, und sonst gibt es hier, glaube ich, gar nichts mehr. Das war's eigentlich. Gibt es hier eine Anzeige, welche Secrets hier es gibt? Nee, leider nicht. 13 von 25 haben wir schon die Hälfte. Im gesamten Spiel. Und dann würden wir uns einmal auf den Weg machen zu Hagrid. Harry, hier drüben. Komm mal vorbei. Ich muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Ja, gerne. Eulenpost wahrscheinlich. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Kann dir jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Kinderarbeit. Hagrid, du betreibst Kinderarbeit, das ist dir schon bewusst, ne? Eine Ziege. Oder? Könnte eine Ziege sein. Oh, jetzt ist die wunderschöne Musik weg. Was ist denn da los? Zwei Schweine. Ihr habt's hier gut, ne? Der Hagrid kümmert sich um euch. Dann wollen wir mal. Oh, die wunderschöne Musik ist weg. Kann die wieder angemacht werden? Oh. Hallöchen. Kommt wahrscheinlich gleich diese gefährliche Musik wieder. Ah, was ein schöner Sommertag hier. Ei. Ich wusste gar nicht, dass die Schleimspur noch erhalten bleibt. Wenn man die anzaubert. Na, jetzt müssen wir Feuersamen besorgen für den guten alten Hagrid. Oh, und das liebe ich so einfach, ne? Ich liebe diese Ländereien in Hogwarts. Man ist auch schon in die Jahre gekommen, weil man merkt das. Ja, guck mal an den Himmel. Aber es ist halt einfach... Ach, geht halt. Schön. Schön gemacht. Ich habe kein Problem mit alter Grafik. Nintendo.
Du züchtest sie draußen in Höhlen im Garten. Frag mich warum. Hallo Homura. Muss das so sein? Hallo Homura. Ich habe Angst in den Höhlen. Was hätte Hagrid gemacht, wenn wir gesagt hätten, ey, wir haben Angst in den Höhlen reinzugehen? Ich habe Angst im Dunkeln. Was dann? Dann wäre schwierig gewesen, ne? Dann hätte er sich das selber besorgen müssen. Schön hier mit dem Wasserfall. Das ist übrigens der Wasserfall, den wir von draußen gesehen haben. So, da geht's auch weiter, ne? Wo ist dein Pfeil? Ich hoffe mal, ich komme da gleich noch hin. Links, okay. Soll das so sein? Bitte, ich will das nicht übersehen. Nintendo. Ah, erwischt. Oh, ich hoffe mal, da kommen wir gleich noch hin. Okay. Jetzt auch noch mal einen kleinen Geheimgang. Und eine Karte. Perfekt. Boah, ich habe echt gerade Angst, dass ich irgendwas übersehe. Komm mal runtergefahren. Brauche ich ja, um nach oben zu kommen. Okay. Hier war jetzt der Gang, den wir genau hochgegangen sind. So. Müssen wir doch sicherlich... da rauskommen, wo die Docks hier ist, ne? Eieiei. Bitte sag mir nicht, dass ich was übersehen habe. Kann ich gar nicht ausstehen. Aber den Eingang haben wir sicherlich übersehen, ne? Das müssen Feuersamenpflanzen sein. Hagrid hat mir geraten, ich soll mich nach Möglichkeit von den heißen Samen fernhalten. Und das zweite Mal, dass Harry Potter spricht. Was für eine komische Stimme hier Harry Potter hat. Hört sich ein bisschen wie ein Mädchen. Okay, ja, Feuersamen können wir nicht genug haben. Ich weiß gerade gar nicht, ob es überhaupt ein eine Mindestzahl an Feuersamen gibt, die wir für Hagrid besorgen müssen. Hallo, Homura. Boah, die sind jetzt auch nicht so schwer zu finden. Die findet man alle sicherlich auf dem Weg. Ah, jetzt sind wir hier oben, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, die eine Kiste haben wir dann anscheinend hinter uns gelassen. Ich hoffe mal nicht, dass da eine Karte oder so versteckt war, weil sonst... ja, raste ich aus. Aber sollte schon passen. Also, mit dem Wasserfall ist hier auch nochmal eine Feuersamenpflanze. Kurz mal abkühlen lassen. Es gibt hier sicherlich gleich noch irgendwo einen Geheimgang. Müssen wir Ausschau halten, aber hier noch nicht. Irgendwo, wo eine Feuersamenpflanze steht, ist noch ein Geheimgang versteckt. Sicherlich sehen. Oh, die können wir schon öffnen von hinten, aber... kommen wir da schon hin? Ah ja, genau. Hier ist ja schon direkt der Geheimgang mit ja, 4 Bohnen, die nehmen wir gerne mal mit. Und währenddessen hier die Samen einmal runterkühlen. 9 Stück schon.
Ja, weiß ich nicht, ob Hagrid welche auf Vorrat braucht, ob er nochmal so einen Drachen züchten möchte. Warum auch immer er so viele benötigt. Zwei, drei könnten ja schon ausreichen, aber anscheinend ist er auf Konsum. Naja. Der ist süchtig danach. Abhängig. Vielleicht kann man daraus noch irgendwas anderes zaubern. Wer weiß das schon, ne? Vielleicht hat Hagrid da so seine Geheimnisse. Ah, oh, Feuerkrabben. Ekliger Sound von den Viechern. Ich kriege ja direkt Kopfschmerzen. So, hier kommen wir gleich noch hin. Erstmal müssen wir hier durch die Venimosa Tentacula fallen. Drei Stück hier direkt. Zwillinge, Drillinge. So, hier dürfen auch noch Bohnen drin sein. So. Eine Menge Bohnen haben wir schon. 300 Stück. Wahnsinn. Und hier gibt es noch nicht mal einen Bohnen-Bonusraum. Harry, das sah ziemlich merkwürdig aus, wie du gerade geklettert bist. Gut, gehen wir mal weiter. Hier ist nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Incendio! Incendio! Auch noch mal ein paar Pflanzen. Nintendo. Dann müssen wir gerade kurz abwarten. Wieder. Bum, 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 badum. Stück schon. Oh. Das Timing habe ich. So, wo sind wir jetzt? Ah. Flipendo. Flipendo. So, erstmal. Heißen die Stalagmiten, ne? Flipendo. Ich glaube, die heißen Stalagmiten. Flipendo. Ganz komisches Wort, verwendet man nicht so häufig. Die müssen wir erstmal von der Decke befreien. Da gibt es auch nochmal drei Samen. Mein Gott, Hagrid, ey. Ah, da wirst du auf jeden Fall mit zufrieden sein, bin ich mir sicher. Ich kann mich erinnern, das war so nervig, die früher hier. Also ohne diesen Zaubermod, was ich hier verwende, womit man besser zaubern kann, und das Harry Potter 2 Movement hat. Ist das nicht so angenehm gewesen, die Dinger von der Decke anzuzaubern. Waren wir schon, hä, waren wir hier schon fertig jetzt? Ich, kann doch gar nicht sein. Okay, war eine Kiste, die haben wir geöffnet? Das war's, okay. Hm. Irgendwas kommt mir spanisch vor, als ob hier noch irgendwo was sein sollte. Unten lang. Machen wir direkt mal. Ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Gibt es sicherlich noch irgendwas zu holen. Ja, sage ich noch. Die Kiste. Hä, warte mal gerade kurz. Ist das die Kiste, die wir am Anfang gesehen haben? Nee, ne? Kann auch gar nicht sein. Das war's dann eigentlich auch schon hier. So. Okay, da sind auch nochmal. Feuersamen und die gefährliche Musik ist im Hintergrund. Bom, bom, bom. Dürften wir eigentlich gleich hier auch schon durch sein, oder? Was kommt denn hier noch? Für uns hier den Weg frei. Ja, und da sind wir durch. Let's go. Ging schneller als erwartet. Okay. Weiß nicht, warum ich gerade so krasse Lecks hatte.
Harry. Hast all die Feuersamen gesammelt, die ich brauche. Hier, eine Bildkarte für dich. Ist aus meiner eigenen Sammlung. Aha. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Ja, auf ein Tässchen Tee bin ich immer gern zu haben. Aber warum hast du denn bitte schon eine Salazar Slytherin Bildersammelkarte, wie auch immer? Also, unterstützt du heimlich Slytherin? Willst du uns, verheimlichst du uns irgendwas, Hagrid? Ich weiß nicht, warum ich gerade so Soundlags habe. Aber man muss eigentlich zugeben, das Spiel hat halt generell so seine Macken. Also ist nicht so perfekt programmiert. Aber nun ja. Nehmen wir mal die Karte zu uns. Ich hoffe mal, das geht so weiter von dem Sound her. Manchmal kann man da leider nichts dran ändern. Ah ja, Harry. Leg sie ins Feuer, Harry. Machen wir, Chef. Du bist ja mein Chef bei der Arbeit hier, ne? Also, betreibst ja Kinderarbeit. Du hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Oh, da ist er stolz. Oh. Ist er nicht wunderhübsch? Werd ihn Norbert nennen. Ist ein norwegischer Krümbuckel. Danke, komm schon, mein Schöner. Oh, was haben wir denn da eingesammelt? Bereitest dich jetzt am besten aufs Quidditch-Spiel vor. Wird sicher ein spannendes Spiel. Mm. Die Slytherins sind ziemlich gut. Wirst es ihnen schon zeigen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Gönn ihm.